Hallöchen und weiter geht's mit Dragons, Aufstieg von Berg. So, hier haben wir wieder ein Event, einen einzigartigen Drachen können wir bekommen und zwar für 72 Stunden jedes der Bruchzahn. Da brauchen wir natürlich wieder mal eine Sammlung. Bei mir sieht es natürlich wieder extrem bitter aus. Ich habe gesucht wie ein Wilder, hatte immer Pech, von daher ist es aber nicht zu ändern. Jetzt können wir erstmal unseren Unezahn abchecken, gucken, was der uns mitgebracht hat. Ah, wieder ein paar falsche Gegenstände, die können wir wieder nicht gebrauchen. Alter, die gibt's ja nicht, könnte ich ausflippen. Ich habe schon so lange keinen Drachen mehr bekommen, der irgendwie hier im Event verfügbar war. Von daher kotzt mich auch relativ derbe an, muss ich sagen. Das einzige Gute, was ich euch natürlich gleich mal zeigen kann, werde ich auch gleich mal machen. Ich suche den nur nochmal, oder lass den nochmal suchen. Dann werden wir hier nochmal abchecken, können wir hier noch was nehmen? Nö, können wir nicht. Wir haben auf jeden Fall zwar Runen auf Tasche, aber die will ich auf jeden Fall nicht auf den Kopf kloppen, weil die sind mir auf jeden Fall zu wichtig. So, dann schicken wir erstmal unsere Drachen neu los und dann checken wir natürlich ab, was Valkas Zuflucht dazu sagt, zu dem Drachen, den ich darin gestoppt habe. Und zwar haben wir hier den Hackenzahn. Gucken, ob wir den zum Titan-Drache Pimp kriegen. Werden wir gleich mal gemeinsam abchecken, aber wie gesagt, erstmal schicke ich meine Drachen nochmal neu los und dann checken wir natürlich auch ab, welche aus dem Training zurück sind, welche wir rin stoppen können, welche wir weiter pimpen können und. Machen wir gleich gemeinsam. So, dann haben wir die erstmal alle neu losgeschickt, können jetzt erstmal die Lage checken, was hier so geht. Und zwar, wie sieht es mit unserem Hackerdu aus? Den haben wir jetzt nämlich auf Level Nummer 80 hier pimpt. Das ist mein, glaube mein 8er Drache auf Level 80. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr am Start habt. Würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, ich habe glaube 8. 1. Können wir mal durchgehen. 2, nee, können wir nicht, weil mein Holz ist eh knüppeldicke voll, von daher lassen wir das erstmal, können wir mal später irgendwann machen. Gucken wir einfach mal, wie viel Drachen ich auf Level Nummer 80 dann am Start habe. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar am Start. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr habt. Schreibt das mal in die Kommentare. Außerdem habe ich euch ja erzählt, hier gibt es ja immer so eine Pakete. Können wir uns immer so ein Gratis-Paket alle 6 Stunden abholen. Und zwar habe ich da endlich mal einen Drachen bekommen, den ich noch nicht hatte. Den zeige ich euch natürlich gleich. Den habe ich nämlich gerade ausgebrütet. Den haben wir hier am Start. Oder brüten wir den nur aus? Nö, den haben wir. Den kennt er. Da brauche ich euch nichts sagen. Da würde ich sagen, den lassen wir auch gleich mal frei. Oder wollen wir den platzieren? Ich würde sagen, den hauen wir gleich. Ach, hauen wir einfach in unseren Hangar erstmal. Und dann haben wir natürlich hier das nächste Ei. Was ist das für einer? Den kennt er mit Sicherheit, den Donnertrommler. Den können wir in unseren Hangar schmeißen. Und dann habe ich natürlich noch einen Drachen hier am Start. Der liegt in unserem Hangar, glaube ich. Wenn mir nicht alle täuscht. Jo, da haben wir einen. Und zwar unseren Skrill. Einen seltenen Skrill haben wir hier endlich mit am Start. Für 18 Minuten können wir den zum Training schicken. Aber ich würde sagen, den können wir uns auch erstmal angucken. Coole Sache. Endlich habe ich den am Start. Und den habe ich natürlich durch dieses Mysterium-Paket bekommen. Jetzt flattert er erstmal zum Training. Ist er jetzt schon drin? Jo, ist er. Wie gesagt, 18 Minuten müssen wir uns da dulden, bis wir so weit sind. Dann können wir aber weiter gucken, wen wir hier eventuell noch pimpen könnten, um natürlich materialtechnisch wieder ein bisschen was zu, ein bisschen Platz zu haben, sagen wir es so. Und zwar haben wir hier den Wolgeheul. Da würde ich sagen, da hauen wir gleich mal 312 Mille Fischruf. Können ihn jetzt für 2 Tage 11 Stunden zum Training schicken. Das machen wir natürlich auch gleich. Gucken, wie teuer das ist. 250.000 Holz. Damit können wir leben. Weil wir hatten auf jeden Fall genug auf Tasche. Jetzt können wir wenigstens wieder alle Drachen losschicken, um Material zu sammeln. Das ist natürlich richtig geil. So, das machen wir natürlich auch gleich, weil hier entspannen die ja schon alle eine ganze Weile bei mir, weil mein ganzes Material bzw. mein komplettes Lager knüppeldicke voll war. Von daher können wir die jetzt alle neu losschicken, das machen wir natürlich auch. So, jetzt könnt ihr wieder an der Arbeit. Zack, zack, zack. Ach so, hier haben wir noch einen Titanendrache, ganz verballert. Zum Glück haben wir den nochmal angeklickt, und zwar den Hackenzahn. Gucken, ob wir den zum Titanendrache Pimp kriegen. Wäre natürlich auch eine geile Sache. Und. Das war natürlich richtig bitter. Ich will mal was ausprobieren. Gucken, ob das sich jetzt irgendwie ein bisschen anders dreht. Könnte ja klappen. Ich weiß ja nicht, ob bei euch das schon mal gefunzt hat. Keine Ahnung, würde mich mal interessieren. Bei mir hat es noch nicht gefunzt. Aber von manchen habe ich natürlich schon erfahren, dass es funktioniert hat. Von daher will ich es einfach nochmal ausprobieren. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache.
Wenn es funzt, aber versprechen kann ich natürlich nichts. So, drehen wir einfach nochmal am Rad und gucken. Und. Alter, auf jeden Fall hat sie woanders hingedreht. Können wir nochmal probieren. Alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Komm schon. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn es irgendwie funktioniert. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Werden wir einfach nochmal abchecken. So, dann schließen wir die ganze Angelegenheit und drehen hier einfach nochmal am Rad. Ah, nee, sollte nicht sein. Einmal will ich es nur probieren. Ich mache das Spiel einfach mal zu, bevor der Drache sich entwickelt hat oder auch nicht. Und probiert einfach nochmal aus. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon mal probiert habt. Wenn ja, schreibt es, wie ihr sagt, mal in die Kommentare. Ah, sollte nicht sein. Dumme Laufen. Gut, okay, können wir mit leben. Dann werden wir hier natürlich erstmal unseren Fisch einsammeln und werden unseren Hackenzahn nochmal neu losschicken. Schade eigentlich, ihr hättet auf jeden Fall mal gerne sehen, wenn es funktioniert. Aber wie ihr sagt, bei mir hat es noch nie funktioniert. Wenn es bei euch mal funktioniert hat, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich richtig derbe interessieren. So, materialtechnisch sind wir nicht mehr allzu gut bestückt. Hier können wir natürlich nochmal ein bisschen was investieren in den Sturmpfeil. 105 Mille Fisch machen wir natürlich auch gleich und schicken den gleich nochmal los. So, wie ihr sagt, ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, welche Drachen ich auf Level Nummer 80 habe, beziehungsweise wie viele. Gucken wir einfach mal durch. Hier haben wir den Hakadu, den normalen Hakadu, nur mal so zur Info. Dann den Dago Skrill, das wäre unser zweiter. Der dritte wäre der Sägezahn. Dann pimpen wir unseren vierten, den Wolgeheuer, aber den nehmen wir natürlich noch nicht mit drin. Also wie gesagt, drei haben wir bis jetzt auf Level Nummer 80, den vierten pimpen wir. Dann haben wir hier vielleicht noch einen auf 80 irgendwo. Ja, der vierte, der leuchtende Fluch, wäre mein vierter auf Level Nummer 80. Der fünfte auf 80 wäre der Knochenräuber. Den haben wir natürlich zweimal, aber den zähle ich ohne mit. Also fünf verschiedene haben wir bis jetzt auf Level 80. Machen wir einfach mal weiter. Dann haben wir den sechsten, den exotischen Hakadu. Und den siebten, den Schrecken der Meere. Also wie gesagt, sieben verschiedene Drachen auf Level Nummer 80 haben wir hier auf Berg. Und in unserem Hangar haben wir natürlich auch noch einen. Und zwar dann, wie gesagt, unser Achter. Und zwar Fünkchen. Also acht verschiedene Drachen habe ich auf Level Nummer 80. Nur mal so zur Info, schreibt ihr mal in die Kommentare, welche ihr auf Level 80 habt, wie viele ihr insgesamt habt und welchen ihr davon am coolsten findet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Dago Skrill echt am geilsten von allen. Kann ich nichts anderes zu sagen, also der fetzt auf jeden Fall wie die Sau. Ich freue mich trotzdem, wenn mein Wollgeheuer auf 80 ist, weil die Wall der fetzt natürlich auch extrem derbe. Ist natürlich nicht so ein guter Sammler, aber ist relativ lange on Tour. Das ist wichtig für mich, weil manchmal kennt das selbst, eventuell, wenn sie einen Tag unterwegs sein sollen, weil man keine Zeit hat zu gucken. Von daher passt das auf alle Fälle. So, dann checken wir natürlich weiter die Lage. Was haben wir hier? Wow, oh, was passiert? Zack, 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 verfolge ich eine Sammlung des grünen Todes. Okay, das ist unsere Aufgabe. Können wir gleich mal gucken. Hier haben wir den Bruchzahn, wie ihr seht. Dann haben wir den Immerflügler. Da müssen wir natürlich noch gut derbe sammeln. Haben natürlich schon ein bisschen was angesammelt. Aber da fehlt uns natürlich noch eine ganze, ganze Menge. Genauso wie bei der schnappenden Falle. Das ist ein brutaler Drache. Da sammeln wir natürlich auch weiter und gucken, was so geht. Der greifende Gründling, da sieht schon relativ gut aus. Da haben wir natürlich schon ein paar Gegenstände gesammelt, von daher passt es auf alle Fälle. Da sind wir noch gut dabei und gucken natürlich, was so geht. Außerdem können wir hier den Kampfknochenräuber natürlich auch befreien. Da brauchen wir natürlich auch noch ein paar Materialien. Hier so ein paar Zahnräder, seht ihr ja selbst. 66 Stück ist noch eine ganze, ganze Menge. Hiervon brauchen wir noch einen Gegenstand und dann sieht es da auch relativ gut aus. Hier brauchen wir noch zwei Gegenstände, um natürlich die Runensammlung irgendwann zu bekommen. Weil wir haben ja eine Aufgabe, da müssen wir sechs Sachen hier vervollständigen, oder? Hatten wir das nicht schon? Haben wir das schon erledigt? Vervollständigen zwei Sammlungen, okay.
Suche zweimal einen Feuerwurm und suche zweimal einen Flutsegler. Die Anrufe habe ich schon erledigt, sorry. Trainiere einen Rumpelhorn um 5 Level, da haben wir natürlich auch noch gut zu tun. Und vervollständige eine Sammlung des grünen Todes. So, da habt ihr erstmal meine Aufgaben wieder gesehen, die ich so erledigt habe. Hier unser grüner Tod sucht noch ohne Ende. 3 Stunden 24 Minuten braucht er noch, bis er da perfekt ist. So, dann können wir hier erstmal ein paar Runen einsammeln. Ich habe nämlich ein bisschen was weggebastelt. Wie ihr seht, hier sammeln wir natürlich ein bisschen Holz und hier holen wir uns erstmal nochmal ein paar Runen. Wie viel haben wir insgesamt? 3087. Hat auf jeden Fall wieder gut gefunzt, würde ich sagen. Könnten jetzt natürlich auch wieder ein paar Materialien hier investieren. Das machen wir natürlich auch. Gerade für unser Holz ist es sehr nice. Hier 480 Mille Holz. Wenn unser Holz mal wieder knüppeldick voll ist, dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen was auf den Kopf kloppen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir das erledigt. Da ist alles schick. In Valkas Zuflucht ist natürlich auch wieder ein Bambule. Müssen wir uns noch 10 Stunden 25 Minuten hier dulden. Und hier können wir natürlich noch einen Drache drin stoppen. Da werden wir erstmal gucken, wen wir da so nehmen. Hier haben wir erstmal unseren Fleischklops. Der ist jetzt auf Level Nummer 69. Und unser Krallenkrabbler, den haben wir auch auf 69 gepimpt. Würde ich sagen, wir haben den gleich mal weiter pimpen. Das wird aber nicht reichen, um den natürlich ins nächste Level aufzuleveln. Von daher lassen wir das erstmal und schicken doch lieber unseren Holzklau nochmal zum Training. Der ist auf 75. Ja, ich würde sagen, dann schicken wir den gleich nochmal zum Training. 12 Stunden, 15 Minuten dauert's. Damit können wir leben, denke ich. Wir sind doch erstmal durch. Ich würde mich verabschieden für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.